Mein Name ist David Timm, ich bin 25 Jahre alt und ich bin jetzt schon seit über 10 Jahren Wettkampfboxer im Amateurbereich des Boxens. Ich bin damals, ich war 15, habe ich mich in einer ganz normalen AG in der Schule angemeldet und bin dadurch halt zum Boxen gekommen. Bin dadurch dann auch zum Verein gewechselt und habe da weitergemacht. Bin schnell in die Wettkampfszene mit eingestiegen. Runde 1. Am allermeisten beim Boxen fasziniert mich, dass man quasi auf sich alleine gestellt ist. Und deswegen ist es ein sehr, sehr ehrlicher Sport. Zeichnet sich aus, wer hat trainiert, ja, wer war diszipliniert und wer hat an sich selbst gearbeitet. Und man hat halt keine Ausreden, wenn ein Kampf schlecht lief. Bisher ist es einfach so, dass ich 4 bis 5 Mal die Woche trainiere im Verein. Mein Trainer ist da wirklich mein Ansprechpartner. Es ist dann manchmal so, dass ich zum Beispiel sage, oh, das Sparring hat mir heute nicht gefallen. Er sagt, oh, nee, es war aber ganz gut und baut mich natürlich auf. Dann denke ich mir, okay, mein Trainer sagt das jetzt zwar, ich bin fit und ich soll mich fit fühlen, aber selber fühle ich mich nicht fit und ich kann es auch nicht wirklich greifen, warum das so ist. Ich habe viel trainiert, ich habe viel gemacht, aber ich bin mir trotzdem oft unsicher, ob ich wirklich die Leistung erbringen kann, die ich eigentlich erbringen können sollte. Also Ruck habe ich damals kennengelernt über einen Freund von mir, der auch ein Boxkollege ist, der hat die mitgebracht zum Training. Wir kamen darüber einfach ins Gespräch. Man hat mir halt erzählt, was sie quasi alles an Daten analysieren. Geschwindigkeit, Schlagkraft, verschiedene Faktoren, die mich sehr interessiert haben. Es ändert sich nichts am eigentlichen Trainingsvorgang. Der bleibt genau identisch. Es ist halt wirklich auch einfach anzuziehen, einfach die Straps rüberstreifen und los geht das Training. Also die Schlagkraft ist für mich persönlich sehr wichtig, einfach für die Art und Weise, wie ich boxe. Ich bin zwar ein Techniker, gehe aber oft auch gerne in den Infight und da ist natürlich die Schlagkraft ein essentieller Faktor. Jeder Boxer kennt das bestimmt, man hat Schläge, die man besonders gern macht. Bei mir ist der rechte Haken, den mache ich super gerne. Mein linker Kopfhaken mache ich sehr, sehr selten, einfach aus dem Grund, weil ich einfach das Gefühl habe, dass der nicht wirklich reinbrettert. Durch Ruck habe ich da noch mehr Sicherheit bekommen. Wie hart ist meine rechte Hand und besonders, wie hart ist auch meine linke Hand. Und seitdem ich weiß, dass der linke Kopfhaken ähnlich so stark ist wie der rechte Kopfhaken, boxe ich viel variabler. Es ist einfach so, dass ich durch Ruck hauptsächlich meine Stärken und Schwächen erkannt habe. Die Kommunikation mit meinem Trainer hat sich insoweit verbessert, dass es jetzt eine größere Transparenz zwischen uns gibt. Mein Trainer sieht schwarz auf weiß, woran müsste ich noch arbeiten oder worin bin ich schon sehr gut. Da war es wirklich ein großer Vorteil, dass Ruck da die ganzen verschiedenen Daten halt aufgelistet hat und wir dann anhand diesen Daten weiterarbeiten konnten. Ruck gibt mir dabei eine große Sicherheit in dem nächsten Kampf. Es gibt da keine Zweifel daran, dass ich mich verbessert habe. Deswegen freue ich mich sehr auf die Zukunft. Also ich würde die Ruck-Technologie wirklich jedem weiterempfehlen. Jetzt nicht nur Wettkampfboxer auf mich jetzt bezogen, sondern auch Freizeitboxer und Fitnessboxern. Denn jeder, der im Sport da drin ist, möchte natürlich auch eine Leistungssteigerung sehen. Ja, der müsste sich verbessern langfristig. Ich persönlich freue mich jetzt schon sehr, wenn meine Freunde auch die Ruck-Technologie nutzen und ich denen halt schwarz auf weiß dann zeigen kann, dass ich der Beste bin.